Lichterloh, herzlich willkommen zu unserer Sendung Lichterloh. Wir sind immer noch dabei, rauszufinden, was wir tun können, um schlauer zu sein als Satan. Satan ist nämlich ganz schön schlau, wisst ihr schon, ne? Im 1. Mose Kapitel 3 heißt es, er war listiger, die Schlange war listiger, schlauer, listiger als alle Tiere des Feldes. Uhu. Also wir haben einen Feind, der schlau und listig ist, und wenn wir nicht fest im Wort Gottes stehen, dann kann er uns schnell und leicht überlisten. Gerade eben habe ich jetzt da so einen Fall, wo Leute sich wieder von Mammon einfangen lassen wollen, von Geld einfangen lassen wollen und nicht so sehr auf Evangelium und Reich Gottes gucken. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Satan ist schlau und listig, und deshalb müssen wir ganz besonders jetzt in dieser Endzeit schlauer sein als Satan, listiger sein als die Schlange. Das können wir tun. Jesus hat nämlich gesagt, wir sollen arglos sein wie die Tauben, aber wir sollen auch listig und schlau sein wie die Schlangen. Amen. Das hat Jesus höchstpersönlich gesagt. Also wir müssen als Christen nicht immer nur die armen kleinen Braven sein, sondern wir müssen auch die sein, die wirklich stärker als je zuvor heutzutage in Geisterunterscheidung leben und wandeln. Leute, das kann uns unser Leben kosten, wenn wir das nicht tun. Mehr denn je heute. Und deshalb diese Sendereihe Schlauer als Satan. Amen. Ich hoffe, ihr habt schon viel gelernt. Ich hoffe, ihr gebt es auch weiter. Bitte schickt doch diese Links weiter. Ihr könnt sie auf YouTube überall anschauen und auf unserer Webpage und so. Schickt die Links weiter, dass unsere Geschwister sich nicht einfangen lassen von den Tricks und Machenschaften des Teufels. Der ist nämlich gemein. Der ist hundsgemein, absolut gemein. Und wir müssen uns nicht von ihm einfangen lassen. Amen. Okay, und der Herr hat mir jetzt gerade für diese deutsche Situation, jetzt im Moment, wo es in den Nachrichten und überall so schlimm ausschaut, mir hat gerade neulich jemand geschrieben, oh, er macht sich echt Sorgen, ob da nicht ein neuer Bürgerkrieg hervorkommen könnte oder ob nicht sogar ein neuer Diktator aufstehen könnte und was jetzt in Deutschland alles laufen könnte, was absolut möglich ist, wenn man sich's mit den natürlichen Augen anschaut und wenn wir Christen unser Christenleben weiter so führen, wie wir es bisher geführt haben. Leute, das wird nicht funktionieren. Das wird einfach nicht mehr funktionieren. Wir brauchen heute ein neues Christentum. Wir brauchen heute das biblische Christentum. Wir brauchen heute zu kommen in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Nicht mehr länger nur mit Worten. Unser Evangelium, Paulus sagt, das Evangelium besteht nicht in leeren Worten. Ich komme nicht nur mit leeren Worten zu euch. Ich komme in Erweisung des Geistes und der Kraft. Halleluja. Das ist, was Paulus gesagt hat. Das ist, was Jesus von uns gewollt hat. Jesus hat den Jüngern überhaupt gesagt, hey, wartet in Jerusalem. Wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus hat ihnen gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, dass ihr losgeht, dass ihr versucht, irgendwas zu tun für mich, dass ihr versucht, die Nationen zu gewinnen, die Leute für mich einzunehmen, dass ihr versucht, was zu tun fürs Evangelium ohne die Kraft. Hat gar keinen Sinn. Wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Pah. Die Gemeinde Gottes, die Christen haben das viele Jahrhunderte lang getan mit Warten und Warten, bis sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Leute, der Heilige Geist ist gekommen. Halleluja, er ist vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen. Die Himmel sind schon zerrissen worden. Du musst nicht Jesus noch bitten, die Himmel zu zerreißen. Er ist gekommen als ein mächtiger Wind, als ein Sturmwind, der mighty rushing Wind, ein Sturmwind. Halleluja, er hat das ganze Haus erfüllt, wo die verängstigten Jünger versammelt waren, so wie wir heutzutage. Ne? Wir Christen verstecken uns so gerne in unseren Gemeindegebäuden. Wir sind da schön zusammen, gemütlich unter uns. Ne? Und dann beten wir und bekennen und was weiß ich, was wir alles tun. Ne? Aber wir tun es halt immer noch in unseren vier Wänden. Ganz genau so sah es aus damals, wo die Christen versammelt waren. Die Apostel, die Jünger damals. Da kam dieser mächtige Sturmwind. Halleluja. Und er hat Feuerzungen auf alle gesetzt und hat ihre Zungen genommen und hat ihnen neue Sprachen gegeben, hat sie anfangen lassen, die Wunder Gottes zu verkünden. Und weißt du was? Dieser Heilige Geist, der ist nicht mehr zurückgegangen in den Himmel. Halleluja. Der ist geblieben. Der ist heute hier da für dich, damit du heute ganz genau so, wie du bisher verängstigt da gehockt hast. Ha, so kannst du heute losgehen, ha, und die Wunder Gottes verkündigen. Amen. Wo auch immer du bist, du brauchst kein Verstecker mal zu sein. Kein Duckmäuser mehr, kein Angstchrist, der irgendwo sitzt und sich versteckt. Nein, du gehst los und du predigst das Evangelium in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Die Kraft Gottes ist dir schon gegeben worden. Halleluja. Der Herr hat mir ja für diese Situation Deutschlands jetzt im Moment das Wort gegeben. Pray, also erstmal bete, dann prophezeie. Halleluja. Dann proklamiere den Sieg schon im Voraus und dann predige. Das haben wir uns angeschaut die letzten paar Sendungen über. Halleluja.
Ich hoffe, ihr habt schon angefangen, das zu tun. Ihr habt nämlich alle Autorität. Alle Autorität ist euch gegeben worden, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Ihr könnt losgehen, ihr könnt proklamieren und predigen. Ihr habt schon den Sieg. Den hat Jesus nämlich schon für uns gekauft und errungen. Halleluja. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Vor nichts und niemandem brauchen wir uns zu fürchten. Wir können losgehen und heute die mächtigen Werke Gottes tun und die mächtigen Taten Gottes verkünden. Halleluja. Leute, ihr habt eine so gewaltige, geniale Zeit jetzt gerade eben in Deutschland. Leute, ihr braucht keine Flugtickets mehr auszugeben. Das Evangelium, das Missionsfeld ist mitten zu euch vor die Haustür gekommen. Bei vielen von euch in die Häuser hinein. Nutzt die Chance. Amen. Seid schlauer als Satan. Lasst euch nicht mehr länger verstecken. Leute, nützt die Gelegenheit. Ihr werdet so viel Spaß haben dabei. Amen. Und was war der nächste Punkt, den Jesus mir gesagt hat? Pray. Prophesy. Proclaim. Preach. And then produce proof. Produziere Beweise. Ha! Du kannst Beweise produzieren. Für was sollst du denn Beweise produzieren? Du sollst Beweise dafür produzieren, dass unser Gott der lebendige Gott ist. Wisst ihr, vor vielen Jahren, so als Teenager, habe ich eine Familie kennengelernt, eine türkische Familie, und habe bei denen mitgegessen. Und ich war so beeindruckt. Wisst ihr warum? Die haben vor und nach dem Essen ihrem Gott gedankt. Wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Wow, denen der Gott, der muss stärker sein als unser Gott. Wir haben unseren Gott schon so lange vergessen. Wir schämen uns im Restaurant, unser Essen zu segnen. Wir haben unseren Gott schon so lange vergessen. Aber die denken an ihren Gott. Sie danken ihrem Gott. Sie sprechen mit ihrem Gott, sie beten. Wow, heute habe ich erkannt, weiß ich, dass mein Gott stärker ist, Halleluja. Dass mein Gott der Gott ist, der sogar den Tod besiegt hat, der auferstanden ist, der nicht bloß ein paar Kranke geheilt hat, der nicht bloß ein Prophet ist, sondern der wirklich den Tod besiegt hat, Halleluja. Den Teufel besiegt hat, Halleluja. Der Teufel hat noch eine kurze Zeit hier, wo er ein bisschen rumspielen darf. Aber wisst ihr, wir sind schlauer als Satan, wir können ihn leicht besiegen und überwinden. No problem. Amen. Das ist unser Gott, den haben wir. Aber listig wie er ist, hat er versucht, mir damals zu erzählen, hey, der andere, der ist stärker als dein Gott. Ihr Christen habt doch euren Gott lang vergessen. Leute, es sollte nie jemand uns anschauen und sagen, ach, euer Gott, unserer ist stärker. Du kannst heute losgehen. Produce proof. Du kannst Beweise produzieren. Wie? Indem du gehst mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Evangeliums, mit der Auferstehungskraft Jesu, die schon in deinem Geist lebt. Und weißt du, wie nötig das ist? Wenn du das nicht tust, wenn du nicht die Beweise produzierst, dann lebst du eigentlich kein Evangelium. Ich habe mal gepredigt in einer Stadt in Südindien, war sehr interessant, eine höchst religiöse Stadt, Kirchen und Gemeinden, wirklich auch wiedergeborene, geisterfüllte Gemeinden, sogar Pfingstgemeinden, charismatische und alles drum und dran, alle paar hundert Meter in Indien. Aber diese Stadt war sowas von dämonisiert. Das erste Mal, das war noch ganz brauchbar, okay, das ging noch, da hat der Teufel mich nicht gekannt. Da habe ich viele Heilungen und Befreiungen und so weiter gehabt. Aber als ich dann das nächste Mal hinkam, jedes Mal, wenn ich nur hingefahren bin, wenn ich nur unterwegs war in Richtung auf diese Stadt zu, die heißt auch noch Schlangentempel, übersetzt Schlangentempel heißt die ganze Stadt, stimmt wirklich. Wenn ich nur auf dem Weg war, hat der Teufel mich schon angegriffen. Mit irgendwelchen Krankheiten, Ausschlägen, Kopfschmerzen, was auch immer, Erbrechen, Übelkeit, was auch immer. Er hat es versucht, mich außer Gefecht zu setzen, wenn ich nur unterwegs war in die Stadt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ha! In einer Stadt, wo es so viele Christen gibt. Warum? Weil sie religiös gelebt haben. Weil sie nicht das wahre Christentum gelebt haben. Weil sie sich haben aufhalten lassen mit Competitions, mit wer ist die bessere, stärkere, größere Gemeinde, mit Konkurrenzkämpfen untereinander. Weil sie sich haben aufhalten lassen vom Teufel mit allem möglichen anderen Zeug, anstatt rauszugehen und den Beweis zu produzieren, dass Jesus auferstanden ist. Das geht ihnen natürlich nicht gut, den Christen dort. Es geht ihnen finanziell nicht gut. Die werden überrannt von all den anderen Religionen. Wir haben auch hier sehr starke Radikale, wo es lebensgefährlich ist hier. Und in dieser Stadt, die eigentlich so viele Christen hat, sind jetzt diese radikale Regierungspartei ganz stark an die Macht gekommen. Warum? Weil die Christen salzlos geworden sind. Weil die Christen nicht losgegangen sind und den Beweis produziert haben, dass unser Gott lebt. Kannst du es tun heute? Kannst du losgehen heute? Weißt du, was ich dort gepredigt habe? Im Markus Kapitel 16. Da heißt es, wer glaubt und wer getauft wird, der wird errettet werden. Und wer glaubt, dem werden diese Zeichen folgen.
Was sind für Zeichen? Dass sie in neuen Sprachen reden, dass sie Dämonen austreiben, dass sie Schlangen aufheben, dass sie Giftiges trinken können und so weiter. Das sind die Zeichen, die dir folgen müssen, wenn du ein Gotteskind bist. Wow. Also wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Und die, die errettet sind, denen folgen diese Zeichen. Kranken heilen sie natürlich auch, ne? Wenn sie die Hände auflegen, werden sie geheilt werden. Und was noch? Dann gingen die hinaus, als sie das erkannt haben, die Jünger. Da gingen sie hinaus. Halleluja. Und der Herr wirkte mit ihnen und tat mächtige Zeichen und Wunder. Amen. Er bestätigte das Wort, was die gepredigt haben, mit mächtigen Zeichen und Wundern. Und der Herr hat mir gesagt, weißt du was, dreh das mal um. Da heißt es, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Hat der Herr gesagt, dreh es mal um. Sag ihnen mal, hey, die Zeichen folgen dir euch? Weil das ist auch ein Beweis, dass die Zeichen dir folgen, ist ein Beweis dafür, dass du glaubst. Errettet wirst du nur, wenn du glaubst. Zeig mir doch mal, produzier doch mal den Beweis, ob du wirklich glaubst oder nicht. Heilst du die Kranken? Treibst du die Dämonen aus? Okay, neun Sprachen sprechen, so in vier Wänden, okay. Aber tust du wirklich die Werke Jesu? Tust du wirklich das Evangelium? Leute, jetzt ist die Zeit, es zu tun. Jetzt wie noch nie zuvor. Jesus höchstpersönlich, Halleluja. Weißt du, was er gesagt hat? Alle brauchen Zeichen und Wunder. Die Griechen zum Beispiel, die glauben nicht, wenn sie keine Zeichen und Wunder sehen. Dann war da ein edler Beamter der Königin. Halleluja, ein königlicher Beamter. Zu dem hat Jesus auch gesagt, du wirst nur glauben, wenn du Zeichen und Wunder siehst. Jerusalem, die ganz religiösen Leute, wie sind sie errettet worden? Nur dadurch, dass dieses gewaltige Wunder geschehen ist an dem Gelähmten von Mutterleib an. Wie ist Gemeindewachstum geschehen? Durch das eine Wunder. Plötzlich 5000, nochmal 3000 dazu. Halleluja! Durch Zeichen und Wunder wirst du Gemeindewachstum erleben. Durch Zeichen und Wunder wirst du erleben, dass die Magier dazukommen, dass die ganz Religiösen dazu tun. Magier. In der Apostelgeschichte 8 kannst du es ja mal sehen. Warum? Philippus hat Zeichen und Wunder getan. Was ist geschehen? Dass Simon hat gesagt, wow, das will ich auch, die Kraft will ich auch haben. Der Magier, der hat sich bekehrt. Willst du Bekehrungen haben, auch von Magiern, auch von den ganz gefährlichen Hexenmächten? Willst du sehen, dass die Zauberbücher verbrannt werden, dass Bücher verbrannt werden, die andere Kräfte und Mächte groß machen? Zeig Zeichen und Wunder. Zeig Zeichen und Wunder. Du kannst es tun, du kannst Beweise produzieren. Europa, wie ist Europa errettet worden? Europa ist einzig und allein dadurch errettet worden, dass ein Wunder geschehen ist. Halleluja! Als Lydia da ganz alleine mit dem Gebetskreis war, ist noch nicht viel passiert. Ein Sklavenmädchen mit dem Wahrsagegeist. Eine Befreiung, wow, ein Dämon ausgetrieben. Hat es erstmal Gefängnis geheißen, aber nach dem Gefängnis kam die große Erweckung. Halleluja. Wisst ihr, was da auch mit dabei zerstört worden ist? Der Geist von Mammon. Oh, ich möchte noch eine weitere Sendung machen. Ich werde euch noch viel, viel mehr Beweise zeigen. Aber ich möchte einfach jetzt mit euch mal ein bisschen reingehen in Beweise, die wir erlebt haben auf unserer letzten Konferenz in Augsburg. Und ich möchte euch jetzt schon herzlich einladen, dass ihr auf unsere Webpage schaut, dass ihr euch da jetzt schon in euren Kalender reinschreibt, hey, da weigere ich mich, irgendwas anderes zu tun, da komme ich auf die Konferenz und da lerne ich und da sehe ich, wie man die Beweise produziert. Amen. Wir erleben es in Indien, aber nicht nur in Indien, sondern auch in Deutschland. Und unsere lieben Geschwister, am letzten Abend der Konferenz haben sie beschlossen, uns einfach eine Freude damit zu machen, dass sie gesagt haben, okay, jeder, einen Satz, in einem Satz, sag einfach, was Jesus getan hat in dir. Wir wissen natürlich, was vorher gelaufen ist. Wir wissen die Predigten, die gelaufen sind, Halleluja. Wir wissen die Befreiungen, die gelaufen sind. Wir wissen die Gebete, die gelaufen sind. Vieles davon darf ich euch leider im Fernsehen halt eigentlich nicht zeigen, ne? Aber preist dem Herrn, es gibt YouTube. Benutzt YouTube mehr als je zuvor. Folgt uns auf YouTube, folgt uns auf unserer Webpage, kommt auf die nächste Konferenz und guckt euch einfach mal hier an, was geschehen ist. Weißt du, Heilungen habe ich jetzt gar nicht reingetan, könnt ihr euch auf der Webpage anschauen bei uns. Aber weißt du, Jesus hat sie auferweckt im Inneren. Jesus hat sie geheilt und befreit und ausgerüstet und ausgesandt im Inneren. Zeichen und Wunder, Beweise. Das ist, was ich haben möchte, weißt du? Leute, die freigesetzt werden, rauszugehen und die Zeichen und Wunder zu tun. Genießt einfach unsere Konferenz in Augsburg und das nächste Mal seid ihr auch mit dabei. Wir segnen euch in Jesu Namen, dass ihr schlauer seid als Satan und dass ihr lichterloh brennt mit dem Feuer des Evangeliums. Wir segnen euch in Jesu Namen. Nur, was hat Gott dir geschenkt, gegeben? In einem Satz, gib Gott die Ehre. Er hat mich ermutigt. Halleluja. Amen.
Ich war ganz unsicher und hatte überhaupt keine Klarheit über meine Berufung und alles, was dazu gehört. Und jetzt weiß ich, ich bin in meiner Berufung und ich habe den Durchblick. Freude und Freiheit zu tun jetzt. Amen. Ich bin wieder aufgewacht. Ich habe wieder klare Augen und ein fröhliches Herz. Ich möchte Gott auch danken. Er hat mir seine Gnade wiedergegeben und viel, viel Liebe. Und hat mir gezeigt, dass er mich wirklich liebt. Ich habe das sehr gezweifelt. Gott hat mich heute befreit, obwohl ich das ganze Seminar so verplant hatte und immer nur an Hund gedacht und was alles schiefgelaufen ist an Planung. Und ich bin hergefahren und habe gedacht, es ist alles umsonst, es ist alles schiefgelaufen. Und dann ist so was Großes passiert. Amen. Ich ehre Jesus, er hat mich von Menschenfurcht weiter freigesetzt. Halleluja. Jetzt werde ich nicht nur die Menschen angeln, sondern ich werde sie fischen. Er hat mir immer seine große Liebe gezeigt, was unser lieber Bruder, unser Doktor, mir gesagt hat. Ich soll knuddeln mit Papa, mit diesem Kissen, was auf meinem Bett immer liegt. Und ich habe es heute mitgebracht. Und von der Bernita vielen Dank, dass Gott durch dich nochmal geredet hat. Dieser Vers, es ist mein Leitvers in der Familie, dass er führt die Mütter und die Lämmer führt er hält er an seinen Armen. Und meine Vision hat er mir wieder gezeigt. So viele Bestätigungen für meine nächsten Schritte in meiner Berufung. Ich möchte da den Herrn loben und preisen, was er Großes getan hat und auch die Geschwister, die da alle da waren, dass er die mächtig beschenkt, noch mächtiger bisher. Und er hat mir auch einen Durchbruch geschenkt. Er hat mir noch ein brennendes Herz gegeben und zu einer Evangelistin freigesetzt. Halleluja, Amen. Ich bin sehr dankbar für Befreiung und ich habe da auf eurer Bühne 3 Kinder geboren, im Geist. Danke, Jesus, er hat mich befreit von Menschenfurcht und wird in seiner Gnade jeden Tag mit mir weitergehen. Amen. Ich bin wieder viel freier geworden und ich darf wissen, dass ich in der Schule mich nicht zurückhalten muss, sondern dass ich Fische fangen muss, wie sie gesagt hat. Du wirst gut sein darin. Ja, er hat mir seinen Frieden geschenkt. Danke sei dir, Jesus. Dialog, Preis und Ehre. Ja, also, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, aber ich sage es trotzdem. Ich sage einfach danke für den Besuch. Danke, dass ich hier sein darf, dass es alles funktioniert hat, dass ich frei geworden bin, so wie ich mir das vorgestellt habe, nach ganz, 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 ganz langer Zeit. Und dass ich jetzt meine Berufung finde und auch weiß, welche die ist. Die habe ich schon seit Jahren, aber habe die abgelegt, weil ich auf Menschen vertraut habe, auf Menschen gehört, auf dessen Wörter und nicht in Connecting, in dauerhafter Connecting mit unserem Papa. Jesus, dass du mich befreit hast. Danke Gott, dass du mich verändert hast. Danke Herr, ich bin dir so dankbar. Danke Jesus. Gott hat mich von einem Vegetierenden, einem Toten gerissen, sein Leben ins Leben gerufen, hat mich auferweckt, wie er Lazarus aufgeweckt hat. Und dafür bin ich dankbar. Und ich habe heute Nachmittag Gott mein Leben, Gott geweiht, dass er tun kann, was er will. Und nicht mehr ich. Amen. Danke, Jesus. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, du hast Ketten gesprengt. Ketten, die mich gebunden haben ein ganzes Leben lang. 76 Jahre haben mich die Ketten gebunden. Und jetzt...
hast du mich frei gemacht. Danke, Jesus. Ich lobe dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er hat mir ja vergeben und er hat mich wieder froh gemacht und 100% Jesus will ich geben. Mir ist ganz neu bewusst geworden, was es heißt, dass Jesus der Löwe von Juda ist. So stark, so mächtig, so gutmütig, so geduldig. Aber ich kann euch was sagen, wenn man seine Kinder anfasst, dann merkt man, was ein Löwe ist. Dann steht er auf und so darf er mir widerstehen, dem Teufel widerstehen. Und wenn der Teufel flieht, dann jagen wir ihm nach und nehmen ihm die Beute ab. Im Namen Jesu. Ich habe Erfrischung bekommen im Geist und meine Sehne schmerzt nicht mehr. Halleluja. Ich möchte Jesus danken für die Befreiung, die er geschenkt hat und da, dass ich wieder ganz neu weiß, was meine Berufung ist und dass ich da auch dazu freigesetzt wurde. Genau. Danke für euch, ihr seid wunderbar. Danke für euren Dienst. Ich möchte auch Jesus Danke sagen für eine neue Befreiung, für einen echten Durchbruch, auch im Geist, für Zungengebet, ganz neu wieder erwacht in mir. Auf vom toten Christsein zu neuem Leben. Halleluja. Danke für euren Dienst. Amen. Jesus hat aus mir einen normalen Menschen gemacht und keinen wütenden. Der Heilige Geist hat in mir einfach wieder ein Riesenfeuer entfacht und ich brauche mich nicht schämen für Gott und ich lebe einfach ja unverschämt für Gott. Der Herr hat mir einen neuen Fokus auf meine Berufung gelegt und er hat mir heute dieses Wochenende einen Durchbruch geschenkt und ich weiß jetzt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Danke für eure Bestätigung. Ich bin aus der Schweiz hierher gekommen, es hat sich mehr als gelohnt. Ich habe eine Ehepaar gesehen, das ganz für den Herrn lebt. Die Liebe, die Göttlichkeit, die sie ausstrahlen. Ich sehne mich danach, auch so zu werden. Weil ich hatte diese Nacht einen Traum. Ich hatte eine tote Frau in meinem Auto. Am Morgen kam mir das alles wieder in den Sinn. Ich habe gedacht, warum? Ich habe einem Menschen, dem ich sehr vertraut habe, das gesagt, gezeigt und die Sache zugedeckt vor Schreck. Und dann, als ich hinschaue, bewegen sich die Füße und die Hände. Und Jesus hat angefangen, mich wieder lebendig zu machen. Ja, Jesus hat angefangen, mich zu befreien, hat mich ganz mächtig befreit und ist noch nicht fertig. Halleluja. Und er ist mit vielen von euch auch nicht fertig. Und seid nicht bekümmert, wenn euer Herz noch verhärtet ist. Er wird es aufweichen in dem Namen Jesus Christus. Ihr seid toll. Ihr seid wichtig für Deutschland. Ihr seid ein Segen. Halleluja. Ihr seid alle gesegnet. Ja, Jesus hat mich wieder ein Stück weit befreit und hat mir auch innere Heilung geschenkt. Es gibt ein Lied, das heißt, berühre mich sanft, o Herr. Und das hat er heute Nachmittag getan. Ich bin so dankbar dafür. Und auch die Berufung ist wieder ein Stück klarer geworden. Vielen Dank. Lob sei Gott. So, ich wurde erfrischt, wurde neu belebt, also viel Freude. Auch meine Berufung, denke ich, wurde bestätigt. Und aber auch der Weg dazu, einfach dieses Connected mit dem Herrn, das ist der Weg. Der Heilige Geist, ich, Christus in mir, ich in ihm, das soll mein Leben sein. Wir sind auch aus der Schweiz gekommen, aus der Lindebene, wem das was sagt. Und der Herr hat mir gezeigt, dass wir dort Land einnehmen dürfen. Er hat es angefangen schon, wir dürfen dort dienen
einer kleinen Gruppe. Die wächst zwar, aber es geht noch weiter. Und der Herr hat mir neuen Mut gegeben, nicht nur zu glauben, sondern im Glauben zu handeln. Der Herr hat viel bestätigt und viel Freude gegeben, vorwärts zu gehen. Darf ich noch etwas ergänzen? Mit Ihnen zweien verbindet uns, wir hatten vor bald 28 Jahren Doppelhochzeit. Und es ist so schön, dass wir uns auf dem Weg hier wieder treffen. Wir wussten nicht. Aber der Herr, wir haben schon einen langen Weg mit dem Herrn zusammen. Und ich weiß, der Herr ist noch nicht fertig mit uns vielen. Ne? Schweizerin, Österreicher, Deutscher, Schweizerin. Obwohl ich heute Mittag Gott die Ehre gegeben hat, hat er mir nochmal was drüber geschüttet, nochmal einen Segen gegeben und Heilung. Und ich werde ab jetzt radikal Jesus nachfolgen. Nicht nur sagen, ich folge Jesus radikal nach, sondern ich tue es auch. Und ich habe die göttliche Freude wieder gewonnen. Halleluja. Ich danke der Herr für seine Gnade über mein Leben, neues Feuer. Aber als ich hier am Nachmittag kam, dann habe ich einfach so einen Strom, Halleluja, Ströme des Wassers. Entsprechend Jesaja 43, er hat gesagt, er wird, ja, neues Wasser auf dem dürren Land. Ausburg ist nicht mehr trocken. Halleluja. Glaubt ihr daran? Ausburg wird, Halleluja, erfrischend. Ja? Wir haben neuer Feuer empfangen. Wir haben neues Wasser auf unserem dürren Land. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. Und wisst ihr was? Die Konferenz war wegen mir. Gott hat mich ganz neu ermutigt in meiner Berufung und einfach wieder neu Mut gegeben. Es gibt so Phasen, wo man vielleicht auch müde wird, aber Gott hat mich ganz neu ermutigt und ich bin ihm so dankbar für meine Vater und Mutter in Christus, die uns immer wieder so aufbauen. Gott segne euch. Wir freuen uns. Amen. Und wisst ihr, was ihr jetzt tut mit dem, was ihr empfangen habt? Genau das Gleiche tragt ihr raus zu den anderen. Die brauchen es nämlich noch mehr als ihr. Amen. Die brauchen es noch mehr als ihr. Und ihr vergesst nicht, was ich euch beigebracht habe. Wenn ihr nicht das Haus füllt, dann kommt der eine mit den 7 weiteren. Ne? Lass mal nicht zu. Sagen wir einfach, nee, Teufel. Amen. Wir widerstehen ihm, er flieht von uns. Amen. Halleluja. Wir halten diese Freude fest. Die lassen wir uns nicht mehr stehlen. Amen. Halleluja. Wenn ich Dinge im Geist, so wie sein Gott verheißt,